Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von West bis Osten. Ich bin euer Nixon und das hier ist Minecraft und hier geht schon wieder tierisch der Punk ab oder ich weiß nicht was. Zwei Endermen auf einem Haufen, ja. Ich habe die Schwierigkeiten mal umgestellt, aus Spaß an der Freude auf normal. Denn heute wird mal ein ganz besonderer Tag. Heute verbringen wir nämlich unsere Zeit nicht mit Bauen. Aber erstmal legen wir uns ins Bett, genau. Weil was sein muss, muss eben sein. Ja, für heute habe ich mir ganz, ganz viele, ganz, ganz furchtbar tolle Sachen vorgenommen. Und ich bin mal gespannt, ob ich irgendwas davon hinkriege. Verdammt, ich hätte vielleicht vorher noch ein paar Vorbereitungen machen sollen. Aber egal. Okay, erstmal lernen wir ein neues Crafting-Rezept. Und zwar, ich glaube zumindest, dass ich es noch nie gezeigt habe. Wir machen uns was zu essen. Hier, Brot. Man nehme dreimal Weizen nebeneinander und zack, erhält man Brote. Ja. Und warum brauchen wir unbedingt Brote? Ganz einfach, weil ich jetzt gleich ein bisschen wandern gehe. Und wenn man wandern geht, dann sollte man sich vorher auf das Schlimmste einstellen. Und ich rechne immer mit dem Allerallerschlimmsten. Dementsprechend baut mir jetzt auch noch ein Bett. Man weiß ja nie. Könnte man jedenfalls prinzipiell ab und zu gebrauchen. So, das nehmen wir mit, genau. Ich glaube, das werde ich nicht brauchen. Das sollte ich dann vielleicht irgendwo bunkern. Ist echt doof. Ich hätte mich vielleicht ein bisschen mehr vorbereiten sollen. Dann würde das Ganze jetzt schneller gehen. Ach, schmeiß einfach in irgendeine Truhe rein. Ist doch egal, wo das Zeug hinkommt. So, die Schere legen wir auch noch dabei. Wunderbar. Den Bogen nehmen wir mal mit. Man weiß ja nie. Und Stöcke und Steine sollte man auch dabei haben. Werkzeug, das wird wohl reichen. Aber eine Axt bräuchte ich vielleicht noch. Und ja, wenn ich schon dabei bin, mache ich mir auch noch eine Schaufel mehr. So, Axt, dankeschön. Und eine Schaufel, auch dankeschön. Ach komm, ich mach noch eine Spitzhacke. Was soll's? Ach, keine Hacke, eine Spitzhacke bitte. Dankeschön. Und einsammeln wieder. Danke. Ach so, das kam jetzt irgendwie hierher oder so. Ich blick schon gar nicht mehr durch, es ist katastrophal. Alles klar, so, jetzt bin ich aber startbereit. Gucken wir mal, was hier draußen aussieht. Noch ist alles friedlich. Ja, Schwierigkeitsgrad normal. Hat nicht so viel Einfluss, wenn Tag ist, aber ist ja egal. Darum geht's auch gar nicht. Es geht nur ums Prinzip, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Also, ich habe jetzt nicht vor, mich groß zu betteln oder sonst was. Nee, ich will jetzt mal die Stadt besuchen, weil es wird langsam Zeit. Das ist jetzt mal wirklich der erste Schritt. Und wie wir sehen, sehen wir die Stadt auf große Entfernung. Uhu. Und heute werden wir wahrscheinlich eine ganze Reihe von neuen Crafting-Rezepten kennenlernen, denn der Nixon hat große, große Pläne, die allerdings etwas Vorbereitung bedürfen. Und, ja, dementsprechend, wie gesagt, mache ich jetzt erstmal den Abstecher hier in die Stadt. Und zwar hat das einen ganz, ganz furchtbar einfachen Hintergrund. Ich weiß, wobei das jetzt natürlich auch ein Fehler sein könnte, aber ich prinzipiell glaube ich zu wissen, dass in dieser Stadt ein Item liegt, das ich gerne besitzen würde. Ich war nämlich schon mal hier. Ja, ich habe mal irgendwann habe ich eine Aufnahme gemacht, die leider verloren gegangen ist. Das ganze Essen hier hole ich aber mit. Ihr braucht das Essen nicht, oder? So, das nehmen wir auf jeden Fall und ja, mal gucken, was wir noch hier rauskriegen. Also die Setzlinge bräuchte ich gar nicht, wie heißt die Saat, die, ihr wisst, was ich meine. Ist ja auch egal. Aber das fertige Getreide, das nehme ich schon ganz gern mit, weil dann habe ich gleich wieder was ich bei mir lagern kann. Ich habe ja nicht viel. Und mein Garten ist ja noch nicht so weit, dass da großartig was drin wächst. Der braucht wohl noch ein bisschen, denke ich mal. Also ist mir das hier jetzt ganz recht. Dann kann ich meine Nahrungsvorräte gleich wieder auffüllen. Ist das nicht super? Die Stadt hat mich gut versorgt. Ja, worauf ich raus wollte. Also, ich war ja schon mal hier in der Stadt. In einer Aufnahme, die leider verloren gegangen ist. Und die ich dann eben, ja, wieder verworfen habe. Also ich hatte den Fortschritt bis dahin verworfen, indem ich einfach mein Backup wiederhergestellt habe und damit war die Sache gelaufen. Also habt ihr nichts verpasst. Sprich, ich mache jetzt die gleiche Erkundung wie beim letzten Mal, was einerseits beinhaltet, dass ich hier mein Fressen mithole, wenn ich schon gerade die Gelegenheit habe, und andererseits eben andere Sachen mithole, die es hier so zu finden gibt. Und das werden wir dann sehen, wenn es weit ist. Und ja, da ich jetzt diesmal eben weiß, was mich hier erwartet, oder zumindest glaube zu wissen, was mich hier erwartet, wenn sich das jetzt nicht geändert hat, dadurch, dass ich ewig nicht hier war, gibt es hier eben ein Item zu finden. Oh, ein Zombie. Ein brennender Zombie. Ein toter Zombie. Ein Item, auf das ich ganz scharf bin. Und toller Tisch, ja. Und das herzustellen wäre für mich im Moment ziemlich teuer. Also nutze ich doch lieber die Gelegenheit, es hier kostenlos einzusammeln. Macht ja nichts, wenn man hier die Leute ein bisschen beklaut, ne? Also, ich meine, wir sind doch eh zu doof, um das auf die Reihe zu kriegen, um was zu merken oder was auch immer. Das ist irgendwie auch eine ziemlich verbaute Kackstadt, würde ich mal so sagen. Aber, naja, was soll man machen, ne? Also, irgendwo müssen die Leute ja leben und, mein Gott,
Wenn sie schon nicht ordentlich bauen können, bauen sie sich wenigstens irgendwas. Das ist schon irgendwie ein bisschen wirklich erbärmlich, was die hier sich so zurechtgebaut haben. Aber egal. Ja, große Pläne, große Pläne. Ich habe wirklich ganz, ganz viel vor. Ich habe in letzter Zeit nämlich mal ein bisschen was hier in Minecraft ausprobiert. Und das sind Sachen, die würde ich auch jetzt gerne euch dann demonstrieren. Nur sind das wirklich sehr umfangreiche Sachen. Oh, guck mal. Eine Schmiede mit einem schönen Lavabecken. Ist in den Öfen was drin? Nö. Nö. Schade. Tralala. Aber hier die Truhe. Das ist es doch. Genau. Ein Eisenharnisch und ein Eisenbeinschienen. Und das Essen und das Gold und so nehmen wir auch noch mit. Und das Obsidian nehmen wir auch noch mit. Genau. Ach, wenn wir schon dabei sind, nehmen wir die Truhe auch gleich mit. Ich meine, eine halbe Sachen gibt's nicht. Ne? Genau darauf hatte ich es abgesehen. Wunderbar. Einen Eisenharnisch. Wunderbar. Oh, und die Bücherregale nehmen wir auch gerade mit, wenn wir schon hier sind. Schön. Bücherregal kann man sich zwar selber bauen und ich habe auch das entsprechende Rezept dafür, aber das muss ja nicht sein, nicht wenn das Zeug hier liegt. Die Werkbank nehmen wir auch noch mit, wenn wir schon dabei sind, die Leute zu beklauen. Das ist schön. Ich mache sowas eigentlich unheimlich gern, ne? Hier in irgendwelche wildfremden Häuser einbrechen und das Zeug mitgehen lassen, was die Leute da so haben. Also ladet mich mal besser nicht zu euch nach Hause ein, hinterher fehlt euch die halbe Einrichtung. Ja, und das war's aber auch schon, ne? Also die Leute hier sind natürlich herzlich witzlos, die laufen da rum und leben in den Tag rein, lassen sich von Monstern umbringen, wenn es Nacht wird und so. Sind halt NPCs, ne? Die können nicht viel machen. Und wie man sieht, gibt's hier in der Stadt auch so viel nicht zu finden. Gut, einen Brunnen haben sie noch hier, in dem allerdings nichts drin ist. Und ja, dann immer diese schön angelegten Felder hier, da sieht man auch wieder, die benutzen eine ähnliche Technik wie ich, nur meine finde ich viel besser, viel effizienter. Ja, muss ich jetzt mal sagen. Interessante Fackeln haben sie, aber sonst, ja, braucht kein Mensch. Okay, gehen wir mal lieber zurück. Wo ist denn eigentlich mein Turm? Den müsste man doch auf die Entfernung schon sehen können. Das ist ein Skandal. Warum sehe ich meinen Turm nicht? So klein ist er jetzt auch wieder nicht. Ist die Stadt echt so weit von meinem Zuhause entfernt? Oder laufe ich jetzt irgendwie nur in die falsche Richtung? Das wäre natürlich auch möglich, ne? Ich traue mir das durchaus zu. Aber irgendwie... Ah, da hinten ist er, okay. Also war die Richtung doch richtig. Kann ich nicht mal ein bisschen schneller laufen? Hier, friss mal was. Ja, wenn die Brotanzeige zu weit leer ist, kann man nicht mehr rennen. Ich glaube, das hatte ich schon mal irgendwann thematisiert. So, jetzt geht's aber wieder. Das eine nehmen wir auch noch mit, wenn wir schon dabei sind. Schön, was hier unterwegs alles so rumliegt, ne? Tja, jetzt habe ich 3 Steine Obsidian gefunden. Das ist schön. Obsidian ist ein neues Material, das wir jetzt kennengelernt haben, mit dem wir noch gar nichts so wirklich anfangen können. Und ich würde da prinzipiell ein paar Worte dazu verlieren, wenn ich ein bisschen Ahnung hätte. Wäre natürlich schlimm, wenn man keine Ahnung hat. Tatsache ist, Obsidian ist eines der härtesten Materialien im Spiel. Wenn ich das härteste, ich weiß nicht. Also ich war noch nie irgendwie in der Enderwelt oder was weiß ich was. Oder früher nannte sich das Nether. Gibt's das noch? Oder ist das jetzt die Enderwelt? Ich weiß nicht. Ich war noch nie dort, weiß nicht, was dort für Blöcke haben. Aber Tatsache ist, dieses Obsidian hier lässt sich nur mit einer Diamantspitzhacke abbauen. Und naja, ich hatte eigentlich vor, heute auf Jagd nach Diamanten zu gehen und dann Obsidian abzubauen. Aber das hat sich jetzt alles ein bisschen anders ergeben, ne? Dass ich da jetzt noch Obsidian finde, das war so nicht vorhergesehen. Ist aber egal, weil ich werde den Obsidian trotzdem, ja, ich behalte ihn zwar, aber ich werde trotzdem noch nach Obsidian suchen. Aber vorher, wie gesagt, ein paar kleine Vorbereitungen. Bevor ich mich jetzt wirklich hier in einen Quest des Todes stürze, bei dem ich eigentlich kaum Chancen habe, das Ganze zu überleben, will ich wirklich gut ausgerüstet sein. Und da kommen mir eben diese beiden Items hier, kommen mir sehr recht. Normalerweise ist das nämlich sehr teuer, sowas herzustellen. Also Rüstungen und Beinschienen und so ein Kram, das kann man alles selbst herstellen, wenn man die richtigen Materialien hat. Also das einfachste Material, aus dem man sowas machen kann, ist natürlich Leder. Man kann aber auch Eisen benutzen oder Gold oder Diamant, was man halt gerade so zur Verfügung hat. Und ich zeige euch jetzt, wie das prinzipiell gehen würde, aber natürlich baue ich das jetzt nicht nochmal nach. So, erstmal den Harnisch, also sprich ein Oberteil für den Körper. Ihr seht, einfach alle Felder voll machen bis auf eins, dann hat man den Harnisch. So, und die Eisenbeinschienen, die sind im Prinzip ähnlich. Nämlich so, tada, ja, 2 Beine, ne, und ein Teil dazwischen und dann hat man Eisenbeinschienen. Brauchen wir auch nicht nochmal herzustellen, aber man kann noch mehr herstellen. Nämlich zum Beispiel diese Schuhe. Im Prinzip Barren, jeweils nur einen und dann hat man Stiefel. Die wollen wir haben. Und wenn wir schon dabei sind, dann machen wir uns auch gleich noch einen Helm. Ja, huhu. Und da hätten wir ihn, den Eisenhelm. Ganz einfaches Rezept. Ihr seht ja hier diesen Halbkreis
Und dann ist gut. Dann hat man eine wunderbare Rüstung. Und das ist sehr hilfreich, denn die Rüstung schützt einen natürlich vor gegnerischen Angriffen, vor Schaden und was auch immer. Die muss man nur anziehen, ne? Also wir sehen ja hier meinen Minecraft-Charakter und jetzt setzen wir ihm erstmal einen Deckel auf, genau. Und ein paar Schuhe, wunderbar. Und dann noch die Hosen und den Eisenharnisch. Boah, und ich sehe super aus. Ist doch herrlich. Schön. Das wäre dann vorbereitet. So, Äxte, Äxte. Ich glaube, wenn ich eine Axt mitnehme, reicht das. Das nimmt schon genug Platz im Inventar ein. Schaufeln nehme ich keine mehr mit. Die Axt legen wir mal beiseite. Also, nee, falsch. Schaufeln nehme ich schon mit, aber nicht so viele. Das Bett brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe nur gedacht, dass ich vielleicht in der Stadt übernachten muss oder so, je nachdem, wie lang der Tag noch ist. Hat sich aber nicht so ergeben, zu meinem Glück. Wenn ich das Fleisch mitnehmen könnte, statt ein Brot, wäre besser. Das Fleisch füllt ja viel mehr Energie auf. Okay, braten wir uns das Fleisch und legen das Brot in die Truhe. Ist eine gute Idee. Hallo, du Ofen. Brate mir mal Fleisch. Ach, schön. Hab ich gar keine Steine mehr? Gibt's ja gar nicht. Ach, okay. Hier sind noch genug Steine verteilt rundherum. Okay, wunderbar, wunderbar. Schön. Ja, dann können wir nebenbei noch ein anderes Rezept erklären, wenn wir auf das Fleisch warten. Und zwar, Patty hat's gesagt. Ja, scheiß Game. Hallo, sei es gegrüßt an der Stelle. Und zwar zum Thema Pfeile bauen. Ich bin ja ein bisschen doof, ne? Pfeile bauen. Es ist eigentlich ganz einfach und ich hätte es wissen müssen. Das Rezept, das ich vorgemacht habe, war so, also Feuerstein und Stock. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ist es ja so, Feuerstein und zwei Stöcke. Ist natürlich Blödsinn, wir brauchen eine Feder. Also Feuerstein, Stock und Feder ergibt vier Pfeile. Sprich, wenn man von jedem Teil eins einsetzen würde, kriegt man vier Pfeile. Mehr ist jetzt auch nicht drin, weil ich nicht genug Feuerstein habe. Das ändert sich vielleicht auch noch irgendwann, aber jetzt nicht und nachher nicht gleich. Und ja, so kann man sich dann wunderbar mit Pfeilen eben versorgen, damit man schön gegen Monster kämpfen kann. Wuhu! Tolle Sache. Hätte ich wissen müssen. Ja, hätte ich wirklich wissen müssen, aber boah, manchmal ist man ein bisschen irritiert. Ist ja egal. So, was will ich jetzt noch? Ich wollte doch noch irgendwas. Ja, ich will Fackeln, natürlich. Ich will auf jeden Fall Fackeln. Denn dort, wo wir hingehen, wird es duster sein. Ich bin doof. Ja. Und wo es duster ist, da brauchen wir irgendwas, was uns Licht gibt. Schön. Wie weit ist mein Fleisch? Immer noch nicht fertig. Und wie sieht es hier draußen aus? Nicht sehr schön. Ja, gucken wir uns mal ein bisschen um, oder? Nutzen wir die Gelegenheit und gucken mal, was es hier so zu battlen gibt. Man sieht unten über meiner Herzanzeige jetzt mittlerweile eine neue Anzeige, und zwar die Rüstungsanzeige. Oh, zwei Endermen. Die ignorieren wir jetzt mal. Ihr habt mich nicht gesehen, ihr seht mich nicht, nein. Ich will mich nicht mit denen anlegen, weil die teleportieren sich ewig und drei Tage in der Gegend rum und sind einfach nur nervtötend. Also suche ich mir lieber einen anderen Gegner. Die Rüstungsanzeige zeigt eben an, ich glaube, wie stabil unsere Rüstung ist oder wie viel Schaden sie absorbiert. Ich weiß nicht genau, was er aussagt. Auf jeden Fall sagt es uns, dass wir eine Rüstung anhaben. Das ist wichtig. Jedes Rüstungsteil hat natürlich eine eigene Lebensenergie. Das heißt, sobald wir Schaden nehmen, nimmt auch unsere Rüstung Schaden. Und ja, das ist doof. So, jetzt wäre es aber cool, wenn hier mal irgendwo ein Gegner wäre. Hallo, ich habe Schwierigkeitsgrad auf normal stehen. Wo sind die ganzen Gegner? Sonst kommen die millionenfach. An jeder Ecke steht was und jetzt hier tote Hose. Ah, da unten ist ein bisschen was. Gut, gehen wir ein bisschen Gegner verkloppen. Oh, ich sehe schon einen Creeper von Weitem. Das ist schön. Creeper sind nervig. Hallo, mein liebes Skelettchen. Kommst du mir mal ein bisschen näher? Ich will dich nicht in der Nähe von dem Creeper stehen haben. Danke. Au. Und stirb, stirb, stirb. Ja, es au. Autsch. Ja. Hallo, Creeper. Du willst sterben, nicht wahr? Genau. Du willst ja sowas von sterben. Ja, natürlich ist man im Kampf wesentlich effizienter, wenn man ordentliche Waffen hat. Nicht so ein billiges Eisenschwert wie ich. Da sollte man sich schon ein bisschen was Besseres machen. So, ein Diamantschwert wäre nicht schlecht. Aber dazu müsste man erstmal einen Diamanten haben, ne? Hier sind zwar Gegner genug, aber die stehen alle zu dicht beieinander. Vielleicht soll ich mal meinen Bogen einsetzen. Stirb, Creeper! Hua! Stirb, Creeper! Hua! Stirb, Creeper! Hua! Ich weiß, wiederhole mich. Ja, die Platte hängt. Vom Zombie brauche ich keine Angst zu haben. Die sind dumm und langsam. Schön. Warum mache ich das Ganze jetzt? Warum renne ich jetzt hier rum und verkloppe Viecher? Ganz einfach. Ich warte immer noch drauf, dass mein Fleisch fertig wird. Und ich will nebenbei... Wow, wo kam der Creeper her? Aber er hat mich nicht erwischt. Ich habe Glück gehabt. Aber wo kam der her? Oh Mann. Ich will nebenbei ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Und ja, wenn ich schon warten muss, will ich natürlich irgendwas zu tun haben. Sprich, ich laufe jetzt hier rum, jage Viecher, damit ich Erfahrung sammle. Denn die werde ich auch noch für irgendwas verbrauchen. Ja, ja.
Die hat auch ihre Daseinsberechtigung. Au. Dankeschön. Nebenbei kriege ich auf die Art auch noch ein paar Pfeile. Wenn ich nicht zu viele verschieße, natürlich. Das ist die Voraussetzung. Und da ist wieder ein Creeper. Hallo Creeper, komm zu mir. Ich will dich lieb haben. Ich will dich ganz doll lieb haben. Ja, so ist brav. Und so sind wir auch mal ein bisschen Kampf-Action in Minecraft. Ja, es ist ja hochspannend und so, ne? Also, wow, ist das geil. Ich habe noch nie so ein extremes Action-Spiel gesehen wie Minecraft. Das ist unglaublich. Naja, okay. Es ist Minecraft halt. Es ist harmlos, aber es ist schön. Es macht auch Spaß, hier wirklich mal ein bisschen rumzulaufen und Gegner zu verkloppen. Und gerade wenn man sich eben mal eine Rüstung gemacht hat, dann ist das auch nur noch halb so wild. Ich meine, ihr seht's ja. Ich verliere zwar immer wieder von diesen blöden Bogenschützen ein bisschen Lebensenergie, aber dadurch, dass meine Brotanzeige voll ist, füllt sich das sofort wieder auf und ich verliere nicht viel Lebensenergie dank der Rüstung. Also das ist eben eine echt super Sache. Stirbst du jetzt mal? Danke. Ja. Gott, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich verliere nicht so viel Lebensenergie und wenn es mal kritisch werden würde, hätte ich immer noch was zu essen dabei. Sprich, wenn meine Brotanzeige langsam knapp wird, dann esse ich einfach was, dann ist sie wieder voll und dann fange ich wieder an, mich zu heilen. Das ist das Schöne. Und da wir jetzt im Moment auf Schwierigkeitsgrad normal spielen, geht das mit dem Selbstheilen auch noch relativ schnell. Also je höher ihr den Schwierigkeitsgrad einstellt, desto langsamer heilt ihr euch selbst. Aber das merkt ihr dann, wenn ihr es ausprobiert, ne? Wahrscheinlich haben es die meisten, die das Spiel haben, sowieso schon längst ausprobiert und wissen sowieso besser Bescheid als ich, aber ist ja egal. So, ich denke mal, mein Fleisch dürfte jetzt mittlerweile langsam mal fertig sein. Also gehen wir mal in mein schönes kleines Hütchen hier und schauen doch einfach mal nach. Ja, das war das natürlich eine sehr ergiebige Nacht. Ich habe viel geleistet, habe jede Menge Einzelteile von Gegnern eingesammelt. Ist wirklich erstaunlich, was ich hier so alles habe. Gammelfleisch. Huch, wo kommt denn das Eisenschwert her? Habe ich das auch in der Stadt geklaut oder habe ich das gerade irgendwo bei einem Gegner gefunden? Ich habe noch nie ein Schwert bei einem Gegner gefunden. Das ist jetzt für mich was völlig Neues. Ja, Schwarzpulver ist auch schön. Knochen können wir auch noch für irgendwas brauchen. Ja, das sind alles tolle Sachen, mit denen man ganz tolle Sachen machen kann, wenn man denn nur will. Aber, ach komm, ich weiß nicht, was mache ich jetzt noch? Gehe ich jetzt noch ein bisschen mich rumprügeln oder? Na, da hinten ist noch ein Skelett. Das hole ich auf jeden Fall noch. Oh, und ich sehe schon, hier wächst's ordentlich, mein Unkraut, das ich angepflanzt habe. Hallo, du Skelett. Willst du sterben? Ja, du willst sterben, nicht wahr? Au, und da kommen schon wieder zwei Creeper. Drei Creeper auch, ja. Stell doch noch 10 auf eine Stelle. Ist doch eine gute Idee. Creeper zum Abwinken. Das ist schön. Ist das ein Skelett? Ja, da unten ist ein Skelett. Ne? Das, was jetzt auf mich zukommt, ist ein Zombie, ist klar, aber... Ah, hinten dran ist ein Skelett. Genau, schieß dem Zombie in den Rücken. Das ist eine gute Idee, Skelett. Und jetzt bist du völlig. Au. Und der Creeper, der darf auch noch dran glauben. Und die Spinne auch noch. Oh Mann, kommt doch nicht alle gleichzeitig, Leute. Ihr habt doch echt andere Sorgen. Ja, dankeschön. Naja, eigentlich habe ich keine anderen Sorgen. Das ist ja das Schöne. Ja, es ist schön. Es spielt gerade gut. Ah, das hätte ich gleich machen sollen. Ich bin ja doof, ne? Ich habe hier direkt vor der Haustür eine Wüste, die ich schön flach planiert habe. Das wäre doch die Gelegenheit gewesen, um Gegner zu jagen. Also, denkt mal drüber nach. Heller Untergrund, auf dem man alles direkt sieht, also alles, was nicht gelb ist, ist zwangsläufig ein Gegner, so viel ist sicher. Und okay, es können vielleicht noch ein paar gelbe Spinnen da sein, aber ansonsten sieht man alles direkt. Und dadurch, dass hier alles so schön flach ist mittlerweile, hätte ich die perfekte Übersicht gehabt. Also hier hätte ich wirklich jagen können bis zum Umfallen. Daran hätte ich echt eher denken sollen. Ach nee, ich bin ja nicht hier hinten lang gegangen wegen den Endermen. Genau, da war ja was. Ich hatte ja Schiss wegen den Endermen. Weil die mir sonst den ganzen Tag noch auf die Nerven gegangen wären oder so. Ja, also ich kann mich irgendwann mal mit einem Enderman anlegen, wenn ihr wollt. Ist jetzt auch nicht so eine Katastrophe oder so. Die sind nicht besonders übermäßig gefährlich oder so im Vergleich zu anderen Monstern. Aber sie nerven, weil sie sich andauernd von einem wegteleportieren. Dann, wenn man nicht mehr mit ihnen rechnet, dann tauchen sie wieder auf einmal auf und greifen einen an. Und ja, es ist einfach nervtötend. Ja. Ja, da hinten noch ein Zombie und ein Creeper und ein Skelett vielleicht noch auf weite Ferne, wenn es nicht verbrennt, bevor ich da dann... Oh, mein Schwert ist tot. Stirb! Ja, ich hab noch einen Bogen. Damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Yeah, ich hab's so drauf. Hallo, Creeperlein. Willst du sterben? Sag ja. Da war ich wohl ein Stück zu nah rangegangen. Mist.
Ach, egal. Ich habe ja auch genug Action gehabt jetzt für eine Nacht. War doch mal schön, ne? Haben wir mal gesehen, wie das aussieht, wenn ich mich hier mit ein paar tausend Gegnern battle. Ja, auf Leben und Tod. Nicht, dass die jemals eine Chance gehabt hätten, aber war schön mal zu sehen, oder? Sagt ja. Okay, jetzt fressen wir erstmal noch ein Stück Fleisch. Gut, genau deshalb habe ich das Fleisch ausgewählt, statt den Broten, die ich gemacht habe. Das Fleisch, wenn es gebraten ist, heilt eben 4 Hungerpunkte, während das Brot nur 2 heilt. Und damit ist das Fleisch natürlich viel ergiebiger. Und ja, wunderbar. Nacht gut überstanden. Ausrüstung habe ich auch genug. Jetzt legen wir noch den ganzen Müll ab, den ich jetzt schon wieder gesammelt habe. Das weg, das weg, das weg und das weg. Wunderbar. So, dann wären wir auch schon bereit für eine kleine Expedition in die unbekannten Weiten dieser Höhle. Halt, noch nicht ganz bereit. Eine Kleinigkeit fehlt noch. Dich bräuchte ich noch. Aus Prinzip. Und das Wasser, das in dir drin ist, das schütten wir jetzt einfach mal hier in die Gegend. So, das sieht doch schön aus. Sehr dekorativ. Okay. Ja, aber jetzt an der Stelle erstmal nochmal eine kurze Unterbrechung und wir sehen uns dann gleich.